1918 geht der Erste Weltkrieg zu Ende, nach 4 Jahren eines unvorstellbaren Gemetzels. Erst im Zuge der sogenannten Novemberrevolution, bei der Kaiser Wilhelm II. Dazu gezwungen wird, abzutreten, schweigen die Waffen. Es gärt im Land. Ich bin überzeugt davon, dass die Revolution dazu beigetragen hat, dass der Waffenstillstand de facto zu einer Kapitulation, zu einer ziemlich bedingungslosen Kapitulation werden musste. Zu verhandeln hatten die Deutschen nichts mehr, weil sie eben nicht mehr in den Krieg zurückkehren konnten, weil inzwischen überall in Deutschland die Revolution war. Mit der Kapitulation muss sich Deutschland auf harte Friedensverhandlungen einstellen. Im Vertrag von Versailles akzeptiert das Land hohe Zahlungen und Gebietsverluste. Das empfinden viele als unfair. Rechtsextreme Kräfte nutzen das für sich und verbreiten die sogenannte Dolchstoßlegende. Es gab Varianten des Dolchstoßes. Und es gibt beispielsweise die extremistische Dolchstoßlegende oder auch besser Dolchstoßlüge. Wird sie auch heute oft zu Recht genannt, die besagt, dass die siegreich voranstürmende Armee von den jüdischen Kommunisten und den kommunistischen Juden und wem auch immer am Sieg extra gehindert worden ist. Das ist das, was die Nazis behaupteten und mit ihnen andere Rechtsradikale. Die siegreich voranstürmende Armee wird also daran gehindert, den Endsieg zu erfassen. Diese Verschwörungstheorie vergiftet das politische Klima in der Weimarer Republik, die auf das Kaiserreich gefolgt war. Hitler hat alles ausgenutzt, was irgendwie auszunutzen war. Hitler war ein Massenagitator. Er hat den Weltkrieg aus nächster Nähe erlebt, bis hin zum halben Erblinden. Und von daher war er einer dieser namenlosen vielen Soldaten, die frustriert zurückgekommen sind. Und diese Frustration, die er in sich gehabt hat, dieser nicht anerkannten Lebensleistung der Soldaten. Das hat er weitergetragen. Die noch junge Demokratie hält den zahlreichen Spannungen nicht stand. Mit der Machtergreifung der Nazis 15 Jahre nach Kriegsende war auch die Weimarer Republik Geschichte.